Okay, anscheinend müssen wir doch nochmal irgendwas bei Doc... Nein. Jetzt läuft er wieder so lahm hier durch die Gegend. So, auf zur Tunnelpassage, Mann. Los. Zum Viadukt. Sorry, da habe ich gerade aus dem Bild rausgeklickt. Fragen wir nochmal den Doc, was er so dazu meint, denkt. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! So. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Das hier. Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein etwa... So, das kennen wir ja schon, was er da uns erzählen will. Aua, das ist so ekelig. Da ist nicht mehr viel zu holen. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Ja, ich würde ja gern... Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Das ist Doc Schnacker. Können wir nicht mehr mit ihm reden jetzt? Fixiere den Horizont. Doc? Tja, er ist ganz in seine Trance versunken. Lass ihn einfach auf dich wirken. Können wir nicht jetzt... Jetzt ein bisschen? Ich habe Docs Fuß am Horizont. Die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Das ist scheiße, wenn die durcheinander reden. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Lass ihn einfach auf dich wirken. Toller Jager! Was ist denn? Okay, ich würde sagen, das hat jetzt gewirkt. Lass ihn einfach auf dich wirken. Alter, hör auf zu reden, wenn ich schon längst weg bin. Das ist nicht normal. Definitiv nicht. So. Das wird ein Kinderspiel. Natürlich. So, dann lass jetzt auch mal knacken. Ach, Alter. Mist. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so mäßig. Ja, bist du natürlich. Das sind bestimmt wie... Alter. So langsam geht's mir ein bisschen auf den Senkel. Ich war jetzt schon dreimal hier und es klappt immer noch nicht so, wie ich will. So, dann halt nochmal. Dann stellen wir uns halt schon... Nein, 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 nein. Du gehst jetzt hier unten hin, nicht nach da hinten. So. Dann trinkst du jetzt halt vor. Ich habe Docs Fusel. Seinen die Scheiß Quelle Fusel. Seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Toller Jahrgang. Nochmal. Ich habe Docs Fusel. Kennen wir schon. Lass knacken. Toller Jahrgang. Okay, scheint ganz besonders schön zu schmecken. Scherben bringen Glück, aber ich... Das vielleicht? Mal gucken, was... Ach ja, jetzt kommt wieder dieses... Schade. Können wir eigentlich noch, was mich gerade interessiert... Ach, die Signallampe können wir tatsächlich noch mitnehmen. Hallo. Oh. Ich muss dann mal weiter. Ich gebe ihm mal die Flasche. Moment mal, das riecht mir doch ganz nach... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrungen. Natürlich nicht. Hä? Das ist doch irgendwie scheiße. Da ist nicht mehr viel zu... Was? Auch nö. Da ist nichts mehr viel zu holen. Was? Da ist nicht mehr viel zu... Was? So, dann würde ich sagen, Hallo! Komm. Hm? Oh! So, ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. So, das hier jetzt aber. Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Jetzt. Das ist so eklig. So eklig. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Vielleicht müssen wir das wörtlich nehmen. Was ist nehmen. Denn los? Du fixierst ja gar nicht. Ein Bein reicht. Oder können Lass wir irgendwie... Ihn er hat an dich wirken. Ja, ja und so weiter. Das verstehe ich alles fixiere irgendwie gar nicht. Fixiere den Horizont. Scherben bringen Glück, aber... Ich gehe nochmal hier hin. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Natürlich fixiere ich nicht. So, dann nochmal hier lang. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Also wirklich gar nicht. Im Moment, was ich machen soll. So, ich mache nochmal den Hebel hier auf dunkel. Dann geht's nochmal auf zur Kurve. Und fixiere Bis einen zum Punkt. Horizont. Es wird Zeit. Okay, und hier ich ist auch nichts mehr. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Schluck weg.
Toller Jahrgang! Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal so. Ach, wir haben ja schon alles voll. Machen wir mal hier weiter. So, ich würde sagen, wir speichern jetzt hier einmal. Hallo? Hat er gespeichert? Ja, hat er. Ja, überschreiben. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal eine kurze Pause und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne? Wenn es wieder heißt Let's Play Deponia. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Wir sind hier stehen geblieben in dem Müllhaufen, sage ich mal. Ich wusste ja irgendwie nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Weiß ich auch immer noch nicht. Ich habe mal nicht nachgeguckt. Wollte ich auch diesmal nicht, einfach. Okay, der kann hier anscheinend... Huch. Hey, das solltest du doch gar nicht. Mist. Jetzt müssen wir den nochmal umdrehen. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das ging. Ich fahre einfach mal los. Mal gucken, was passiert. Ach, sehr schön. Und jetzt müsste man doch irgendwie absteigen. War das dann nicht der Hebel, der das dann nach da hinten bewegt? Ja, so war das. Sehr gut. Okay, dann habe ich die erste Minute ja schon verschwendet, hier einfach mal nichts zu tun. Aber das macht ja nichts. So, zack. Einmal hier hin, dann wird das gedreht, soweit ich weiß. Ah, guck mal, wusste ich es doch noch. So, wir müssen ja irgendwie die gute Goal hier nach hinten bekommen. Kranarm. Hm. Die bewusstlose Frau in und über... Okay, so viel dazu. Wir haben hier den Wartungskasten, den Kranhebel. Ich erinnere mich, das ich hat uns ja nicht Fuse, geholfen. Die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Ach. Toller Jahrgang! Okay, das haben wir. Auch hier noch so eine Signallampe und so. Was soll ich denn damit? Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Schade. Okay, das bringt uns überhaupt nichts. Scherben bringen Glück. Ja, aber wir brauchen kein Glück. Die beiden sind nicht weder praktisch noch konzeptionell. Okay. Die beiden sind nicht weder praktisch. Bla. So gerne ich auch Scheinwerfer einschlage. Ich mag einfach keine Scherben im Mantel. So gerne ich... Ich verstehe überhaupt nicht, warum er keine Scherben im Mantel mag, aber egal. So, wir düsen nochmal hier rüber. Dann noch einmal nach oben. Und dann einmal zur Schaltzentrale. Und hier ist nämlich die Lösung aller unserer Probleme hoffentlich, denn ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Schlüsselkasten. Was haben wir so mit dumme Lampe? Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ja, Nudelrezepte, natürlich. Ohne mein Bike passiert da nichts. Ja, das war, glaube ich, eh nur so eine Dreherei-Geschichte. So, dann gehen wir nochmal zur Tunnelpassage. Betätigen mal den Knopf. Nee, den Hebel. So, das ist nochmal an hier. Gehen wir nach unten. Und dann dahin zum Viadukt. Jetzt haben wir ja Licht da drin. Daher können wir ja sehen. Ein Bein reicht mir. Okay. Wir sprechen einfach nochmal mit dem Doc. Der kann uns bestimmt weiterhelfen. Hallo. Hm? Was? Oh. Hallo. Das hier. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Meine Freundin ist meine zu schwer. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? So, das haben wir aber letztes Mal schon gehört, soweit ich weiß. Defekt ist, aha. Das hier ist könntest eigentlich du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so.